So Freunde, Tag 4. Ich bekomme jetzt ein bisschen die Dortmunder Gegend gezeigt. Schauen wir mal, ich werde euch jetzt auf alle Fälle mitnehmen. Dann gucken wir mal, was wir so alles sehen. Und was ist noch zu sagen? Gut genächtigt, lecker gefrühstückt und schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Freunde, auch er hat gesagt, ich muss Grillsport betreiben, also vorm Grill erst einmal ein bisschen laufen. Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt auf die Hohensieburg. Okay. Eine richtige Burg, oder? Das ist eine Burgruine und ein Denkmal. Geile Sache. Gut. Schauen wir uns gleich mal an. Bisschen laufen noch. Ja. Ja, eins habe ich schon gesehen, auch diese Ruinen haben eine Substanzerhaltung. Ja, dass sie nicht weiter zerfallen. Aber schön, dass man sowas erhält. Das sieht aus wie die alte Kapelle. Da muss ich nicht einmal irgendwo irgendein Schild lesen. Ich würde mal sagen, das erkennt man so an diesen Nischen. Jetzt ein Blindflug, die Sonne blendet nicht, aber wie wurde gerade gesagt, Blick ins Sauerland und ins Ruhrtal. Autobahn, welche ist das? Ist die A1. A1, okay. Freunde, ich hoffe, man kann es halbwegs lesen. Wie gesagt, von der Seite blendet die Sonne, die Hohensieburg. Hohensieburg, genau. Langsam. Ja Leute, im kühlen, schattigen Turm hier, nebendran steht noch ein anderer Turm, Baujahr 1800, was war es, 750? Ja, den schauen wir auch noch schnell an, filme ich auch noch. Ja, und somit wäre diese Örtlichkeit fast schon abgefertigt. Da vorne gibt es was zum Trinken, habe ich gesehen. Ja. Da gehen wir noch schnell hin. Ich glaube, hier war das Gefängnis. Ja, nur weil der Gitterstäbe das sind. Gefängnis, sagt der Kloi. Okay. Schauen wir weiter. Jo Leute, das ist ja dieser andere Turm hier. Wenn wir schon jetzt Hermannsdenkmal sehen, ja, hier steht noch ein Kaiser Wilhelm Denkmal. Schauen wir uns das auch noch an. Das ist maximal 2 Gehminuten von der Sieburg weg. Also wir sind da jetzt nicht extra durch die halbe Weltgeschichte gefahren. Tja Leute, also ganz da oben steht ein Datum, 1870 Januar. Also wenn man bedenkt, dass das gerade mal 100 Jahre älter ist als ich, habe ich mich wesentlich besser gehalten. Ja, nochmal in seiner vollen Pracht. War das gerade? Wo hast du gesagt, fahren wir hin? Wir fahren jetzt nach Phoenix West. Das ist ehemaliges Pöschgelände. Okay. Das ist abgebaut worden nach Schließung, haben die Chinesen abgebaut. Und da ist jetzt sind noch 2 Hallen stehen geblieben und noch ein Hochofen stehen geblieben. Den gucken wir uns gleich an. Oh, geile Sache. Ehrenrunde, schade, dass man da nicht rein kann, nicht rein darf.
Naja, können würden wir vielleicht, aber nicht dürfen. Und ja, deswegen sparen wir uns das. Aber das hat mir jetzt schon Spaß gemacht, da mal durchzuschlendern. Wo sind wir jetzt hier? In Dortmund-Hörde am Phoenixsee. Okay. Auch ehemaliges Stahlwerkgelände. Ja, da hinten sieht man das Ding, wo wir vorher vorbeigefahren sind. Ja. Und naja, eins weiß ich auf alle Fälle. Durch das viele Bergsteigen heute haben wir uns unsere Grillerei heute redlich verdient. Ja, schöne Aussicht. Ja. Schön windig. Ja. So Leute, also hinter mir dieser See, das hier muss ja alles mal Stahlwerk gewesen sein, muss ich sagen. Also der See ist ja ganz toll, aber irgendwo spinnen sie hier ein bisschen die Dortmunder. Bauen so einen geilen See da rein. Und man darf nicht schwimmen. Ja, da darf man nicht einmal zum Baden rein. Also ja. Bei uns springt man in jeden Baggersee rein und hau mich tot. Und ja, naja, okay. Wir fahren jetzt zurück und dann schauen wir, dass wir was auf den Grill kriegen. Ein paar Treppchen. Wir sind ja jetzt schon fast unten hier. Also Freunde, wir sind hier jetzt sozusagen noch in der Teambesprechung. Er schneidet. Was machst du? Die Frau im Hintergrund. Kommentieren. Die Oma macht auch was mit, hilft auch mit. Und ja, ich tue filmen, ganz klar. Ja. Ja. Und was machen wir heute? Wir haben eben heute früh überlegt, was können wir machen? Was hat man da? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Filet gefüllt mit Ananas. Mit Ananas? Hawaii-mäßig ja, gefüllt. Hawaii. Genau, so war's. Ja, und das ziehen wir jetzt durch und jetzt muss ich ihm erklären, wie man das Filet vorbereitet. Genau. Und wenn wir dann soweit sind, drinnen zum Schnibbeln etc. pp., holen wir euch wieder dazu. Okay? Alles klar. Ja. So, hier geht's weiter und bevor du jetzt hier wieder so Totengräber oder Pflegehandschuhe anziehst, darfst du die hier nehmen. Oh, die guten. Probieren wir die mal. Dankeschön. Bitteschön. Ja, Freunde, legen wir los mit der Zutatenübersicht. Möchtest du sprechen? Ja, einmal den guten Bacon, dann nehmen wir Ananasscheiben, Filet, Mozzarella und Cheddar-Käse. Ja, und als Gewürz haben wir uns heute für Klaus entschieden, den One for All. Gut, dann Filet aufschneiden, habe ich dir erklärt. Hast du mir gerade erklärt, wir probieren das jetzt. Legen Sie los. Freunde, ich weiß, ich lasse schon wieder machen und tun, aber er macht es sehr gerne, hat er gesagt. Jetzt schauen Sie mich von zwei Seiten an. Nein, Spaß. Also, er möchte das wirklich machen und ich muss ja die Cam halten. Geht ja nicht anders. Weil Stativ habe ich im Auto gelassen, weil nicht, dass hier die Zwerge noch die Cam umrennen und dann kann ich nichts mehr filmen. Ja, Freunde, das Gemetzel hat begonnen. Ja, das ist wirklich Gemetzel. Also, er probiert sich noch da drin. Er hat gerade schon nach seinem Schatz gerufen. Schatzi! Wenn das einer sieht, ey, bitte! Die sehen das alle! Ja! Also, verzeiht mir! Moment! Wir lassen ihn jetzt erst einmal ein bisschen vormetzgern und dann schauen wir wieder hin. Muss ich dazu noch was sagen? Ja, was soll ich sagen? Ja, das sind die helfenden Hände. Genau. Die dritte und vierte Hand. Ja, erst einmal zurecht parieren und dann geht's weiter. So. Also ich glaube, jetzt kriegen wir ein definitiv schöneres Stück, als wenn es der Björn zugeschnitten hätte. Das glaube ich auch. Ja. Ich bin Grobmotoriker. Also ich muss ja sagen, mittlerweile kriege ich sie ja teilweise auch wunderschön hin, aber auch manchmal, naja. Übung macht den Meister. Ja, so könnte man das sagen. Also ihr seht es ja, wunderschön aufschneiden und dann kann man das richtig schön aufklappen.
Schon wieder. Eieiei. Und wenn man es mal durchschneidet, jetzt das Filet, ist ja gar kein Problem. Wir haben ja noch jede Menge Bacon. Weil der macht das Bacon. Mega. Ja, Freunde, so sieht's nun aus. Zwei Stellen sind sie etwas durchgekommen, aber das ist ja gar kein Problem. Wir haben ja noch ein Bacon, den wir drumherum wickeln. Gut. Weiter geht's. Wunderschön zugeschnitten. Die Ananas schon klein geschnippelt. Der Mozzarella. Ja, weitermachen mit Wurzel. Schön mit One for All. Also, hätten wir es jetzt richtig Hawaii gemacht, dann hätten wir das natürlich Salz, Pfeffer, etwas Paprika und Curry drauf, aber... Richtig kann jeder. Richtig! Ja, so werden jetzt alle drei Stücke gewürzt. Ja, Freunde, dieses Bild konnte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also die Jugend schaut natürlich auch zu. Ja, sie wollen ja auch was lernen und irgendwann müssen die dann einen Daddy begrillen. Mhm. Ja, du kannst weitermachen. Dann füllen wir das Ganze jetzt ein bisschen anders. Sieht das geil aus. Ich bin ja gespannt, ob dein Schatz nachher beim Einrollen wieder mit eingreifen muss. Natürlich. So wie gestern. Für die Feinmotorik ist immer Schatz zuständig im Hintergrund. Bisschen sparsamer, wir müssen das auf drei verteilen. Das reicht schon lang. Das reicht schon lang. Ein bisschen Mozzarella. Ja, Bella Italia. Bella Italia. Deswegen, Curry kann jeder. Das ist ein Hawaii-italienisch angehauchtes Filet. Basilikum könnte ich da auch noch mit beipacken, frischen. Reicht schon. Ja. Sonst reicht es wirklich nicht für die drei. Nein, andersrum. Ist egal. Oh je, oh je, oh je. Das passt. Ich. Komm, gib dir mal Mühe. Also, aber Leute, er gibt sich wirklich Mühe. Die Schweißperlen sitzen ihm schon auf der Stirn. Tupfer! Möchtest du das vielleicht gleich in Bacon einwickeln, bevor sich das noch aufrollt? Ich glaube schon. Können wir probieren. Machen wir erstmal. Gut. Wie du möchtest, kannst du die einwickeln. Also ein Bacon schön übereinander gelegt. Das waren jetzt zwei Päckchen pro Filet. Das geht auf. Gleich nicht mehr. Das geht auch. Ganz liebevoll. Ist der zu dir auch immer so liebevoll wie zu dem? Nee? Nein. Schäm dich. Nur weil du da bist. Ja, weil du da bist. Mhm. Die letzte Portion. Die letzte Scheibe will nicht. Ich bin heiß. Genau. Zack. Ja, Leute, so sollen sie hinterher alle aussehen. Und ich glaube nicht, dass der Mozzarella jetzt für den Rest noch reicht. Dann kommt halt noch der Scheiblettenkäse zum Einsatz. Ja.
lassen wir es fertig machen und schauen wir uns nachher das Ergebnis an. Ja, hier haben wir natürlich noch einen Mitbewohner. Den wollen wir hier natürlich nicht vorenthalten. Ganz lieber. Jeha, so sehen sie komplett fertig aus. Und wir sehen uns gleich draußen am Grill. Ja, ja, aber weißt du, was wir jetzt für ein Problem haben? Was denn? Du hast wieder vorher mal keine Kohlen angeheizt. Ja, gut, macht nichts. Aber trotzdem sehen wir uns da draußen am Grill. Aber wie gesagt, ich fühle mich irgendwie wieder heim. Ja, jetzt müssen wir bloß noch den Grillrost abbrennen, ausbürsteln und dann können wir unsere Filets drauflegen. Ja, Leute, es ist soweit. Na, schauen wir mal, ob wir es heute schaffen, bevor es dunkel wird. Bist du soweit? Ich bin soweit. Moment noch nicht. Stopp! Jetzt rennt er wieder davon. Ich hab das Wichtigste doch vergessen. Seine Grillzange. Jo, dann würde ich mal sagen, Attacke. So, mal gucken, ob wir das... Schön wieder Grill in zwei Zonen unterteilt. Kohle. Jetzt sind wir drauf. Er verwendet hier übrigens auch die guten Mac Briquette. Das einzig wahre. Okay. Und wir machen hier ja keine Werbung. Nein. Nein, absolut nicht. Nimm doch einfach deine Hände und nimm das Ding und leg's einfach drauf. So, ganz genau, anders hätte ich es jetzt zu Hause auch nicht gemacht. Ja, Leute, Deckel zu, grillen. Ja, jetzt weiß ich, wie er zugeht. Gut, wir sehen uns nachher. So, Leute, jetzt schauen wir mal einfach da rein. Björn. Jawohl, und wir werden sie drehen. So, und jetzt nimmst du die Cam. Jo. Dann wollen wir mal gucken, wie der Michi das macht. Ganz unspektakulär. Mal drehen. Und nochmal drehen. Ja, und Hände waschen gehen. Ja, Freunde, ich habe jetzt erst die hier mit der hier getauscht gehabt und dann die da mit der hier, dass sie alle mal gleichmäßig noch um oder an der Kohlen dran gelegen sind, weil bekanntlich ist ja direkt an der Glut mehr Hitze als weiter außen. Und ja, ich würde sagen, noch 5 Minuten und dann können wir essen. Beleuchtung dazu. Ja, Beleuchtung, Leute. Leider ist es jetzt doch schon etwas wieder gedunkelt. Ja, das geht schon. Komm jetzt. Oh, Zeug runter, wir müssen noch live gehen heute. Stimmt. Und nicht so spät, nicht so spät. Ja, Leute. Oh, schaut euch das an, die Filets. Geil. Wir nehmen sie jetzt runter und dann gibt es einen schönen Anschnitt. Gucken wir mal, wer den macht. Na, endlich hat er es begriffen. Bevor man da lang mit der Zange rumtut. Alles kaputt. Oh, ja. Gut, gehen wir rein, schneiden wir an. Oh yeah. Hey, du willst sie aber jetzt nicht anschneiden? Ja, die Frau im Hintergrund ist leider noch ein Kinder ins Bett bringen. Ah. Ja, Leute, dann gibt es heute einen obligatorischen Mittelschnitt. Männeranschnitt. Wird es doch sein? Wird es geil aussehen? Yeah! Schaut euch das an. Richtig lecker, richtig geil. Und jetzt machen wir gleich unser Probierle. So, Freunde, mein Handy tut gerade Tabula Rasa, aber wir machen hier jetzt unser Probierle. Und zwar im Triple inklusive den größten Spross der Familie. Ja gut, also jetzt nicht von der Größe her, nee. Vom Alter her. Und rennen die hohle Birne, das richtige Gewürz haben wir für diesen Spruch. Ja. Probieren wir mal. Lecker. Super. Hast du gut gemacht. Danke.
Mit deiner Hilfe. Richtig geil. Teamarbeit. Jetzt ist der Mund frei. Ja, was soll ich sagen? Genial. Schön mit der Ananas, mit dem OFA vom Klaus, mit Käse. Ist top geworden. Bacon drumherum. Ja. Alles gut. Wunderbar. Das war das Fazit dazu. Leute, morgen geht es dann weiter zu Tag 5. Die nächste Station. Lasst euch überraschen, was es daran gibt. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Dass man dich noch winken sieht. Ja. Halt. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das muss ich natürlich auch noch sagen. Ja, genau. Und der Frau des Hauses sage ich das natürlich auch nachher noch. Aber da die ja die Kids noch ins Bett bringen muss. Okay, aber jetzt bin ich raus. Tschüss.